Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Wieder im Workshop von Leo und heute heißt es Vulture, wie man da sehen kann. Habe ich mir gerade mal nicht übersetzt, Vulture. Es ist der verfallene Stil. Es gibt Würfel, es gibt einen Laser da oben. Ach, der einen Würfel ruft, der aber noch nicht da ist. Das heißt, ich müsste... Oh. Das kann ja interessant werden. Ich müsste allein schon einmal unterbrechen. Und wieder treffen oder so. Oh, die Mucke. Wow. Mucke kann ja manchmal echt mit das Beste sein an so einer Kammer. Okay, dann muss der Würfel hier rein. Und da oben muss noch was gemacht werden. Ach, hey. Und der Grill muss noch... Na, das kann ja interessant werden. Wie kriege ich denn... Da muss ich ja erstmal den Grill wegkriegen. Ach so, hier unten. Nee. Hä? Oh nein, der Grill hat zwei Bedingungen. Eine da oben, eine hier unten. Das hoffe ich, dass ich von der anderen Seite reinkomme, sonst wüsste ich ja nicht so recht, was ich mache. Und es soll inspiriert sein von einer Kammer des Yugubi-Designers, dessen Workshop ich ja schon durch habe. Also gucken wir mal, das kann ja interessant. Huch! Oh, ich habe den gerade gerufen. Ach herrje, aber da komme ich ja nicht runter. Warte. Doch, komme ich runter. Okay. Dann machen wir das mal. Der macht auch irgendwas hier. Ach, das wird ja wieder eine empfindliche Sache. Wenn jedes Mal, wenn dieser Knopf gedrückt wird, beziehungsweise wenn ich den Strahl dauerhaft kriege, wenn ich dann auch den Würfel neu rufe. Oh, und dann stehe ich noch da oben irgendwann vielleicht und fange den ab. Das könnte auch sein. Erstmal gucken, was ich jetzt für Fortschritte erzielt habe. Ich habe diesen Grill offen, sonst natürlich nichts. So heißt... Warum sind da so zwei Gucklöcher, als wenn ich zu der Seite auch weg könnte? Okay, das ist noch ein bisschen unklar, wie man da hinkommt. Krieg diesen Grill hier noch nicht... Würfel noch nicht raus. Grill noch nicht auf, wollte ich sagen. Aber ich kann ja auch schon mal hier reingehen, nicht wahr? Fährt das? Das fährt. Das heißt, ich kann mir den Würfel woanders hin retten, würde ich sagen. Also hier bleiben meine Portale erhalten. Da aber nicht. Ja, das ist natürlich dann so eine Sache. Dann wüsste ich noch nicht, wie ich die Verbindung herstelle. Oh, da geht es auch noch eine Etage höher, was? tja... Also, was ich leider jetzt noch gar nicht machen kann, ist mir dauerhaft diesen Strahl machen. Habe ich nur den einen Würfel? Das ist ja übel. Dann müsste ich mir den Würfel hierhin transportieren und dann, während ich noch draufstehe, austauschen, damit das überhaupt funktioniert, ne? Das müsste halt bedeuten, dass ich den Strahl da hole und da rausschicke. Aber wie schaffen wir das mit dem Grill dazwischen? Der auch, glaube ich, nicht weg... Da oben käme ich durch. Also der geht nicht weg, der Grill, behaupte ich. Da oben kann ich raus. Was aber auch bedeutet, dass ich einmal erstmal hochgegangen sein muss. Und ja, toll. Hier oben sind keine Deckenportale. Sonst wüsste ich ja auch, was ich mache. Naja, ich weiß, was ich mache. Aber was bedeutet das jetzt wieder für dieses... ich gehe erstmal hoch. Ja. So. Jetzt mal orientieren. Hilfe. Da kam ich gerade her. Da bin ich... Okay, ich kann so ziemlich zu allen Seiten was schießen. Oh, da ist blaues Gel. Okay. Habe ich in der Workshop-Beschreibung gelesen, soll was verhindern. Also man soll nicht irgendwo hinspringen, sondern man... Was verhindert das eigentlich? Dass man da was ablegt vielleicht? Könnte ich mir ja vorstellen. Okay, das Problem ist jetzt aber... Jetzt komme ich zwar hier rein und behalte meine Portale, aber... Achso, ich kann ja zurück, genau. Okay, okay. So, dann machen wir da orange hin. Wow. Und hier gehe ich durch und zurück. Dann bin ich schon mal hier und habe die Verbindung. Das heißt, wenn ich jetzt... den Würfel neu rufe und den Strahl da rausschicke, kommt der Strahl da wieder an. Der Würfel wird hier reingemacht und ich pflück mir den.
und darf nicht springen, sonst rufe ich ihn direkt wieder neu. Also das ist eine sehr knifflige Angelegenheit. Kann ich den greifen? Oh, zum Glück, okay. Nein! Das ist gemein. Nächstes Mal gehe ich in die Hocke. Dass der Würfel hier auf jeden Fall schon schön drauf ist. Loslassen. So, stabilisiert, ja. Ich habe einen Strahl, aber gehe ich jetzt hier runter? Muss ja irgendwie. Achso, ich könnte da wieder raus, aber ich habe da. Also indem ich über den Würfel gehe, ne? Aber ich habe da nichts, ne? Ich könnte im Kreis rum. Würde meine Portale auch nicht verlieren. Logisch wäre jetzt, wenn ich da mit dem Strahl hochgehe, aber das Problem ist, wie bekommt man hier überhaupt, achso, warte mal. Nee, ich strahle mich da hoch, genau, ich strahle mich da hoch. Dann können wir uns das mal angucken. Das muss es ja eigentlich sein, anders kam ich ja hier kaum raus. So, das machen wir hier. Und dann kann ich mal sehen, was hier so angesagt ist. Ach, es gibt doch noch einen zweiten. Ach ja, stimmt, klar, gibt es einen zweiten Würfel. Tja. Ach, so läuft das. Aha. Okay, also, was macht das Ding? Das ist gar nicht der Grill, das ist eine Klappe da. Das hat man von unten gar nicht gesehen, weil es so ausgesehen hat, als wenn der Grill da komplett die Decke macht. Ja, genau. Also, hier haben wir ein ähnliches Problem. Wenn hier was raufkommt, Moment mal. Also, wenn hier was raufkommt, wird der neu gerufen. Aber bedeutet das nicht, dass man einfach nur jetzt hier den anderen Würfel drauf haben muss? Dann könnte man runtergehen und den da reinmachen. So muss das Ende aussehen. Dann habe ich einen Würfel hier oben drauf, einen Würfel da unten. Und dann ist der Ausgang offen. Aber es. Und natürlich wird es darum gehen, den kaputt zu machen. Beziehungsweise da wegzuholen oder den. Es sieht doch schon wieder aus wie ein Stacking-Manöver, dass da was neu gerufen wird, irgendwie so. Das heißt, ich würde gucken, dass ich den roten Würfel da reinkriege. Was aber auch bedeuten würde, dass ich den, wie nennen wir ihn denn mal, Standardwürfel? Dass ich den Standardwürfel hier hinkriege, um da aufzumachen, ne? Kann ja interessant werden. Also hier auf dem Rückweg ist gerade mal nichts möglich. Also hier sind keine Portale. Ah, ich darf wahrscheinlich remote hier keinen Würfel hinbringen und dann ablegen, weil er dann wegspringt. Aber wo soll der herkommen? Hier ist sowieso ein Grill. Also, es gibt, fassen wir nochmal zusammen, es gibt jetzt keine Möglichkeit, den Würfel da wegzubekommen, beziehungsweise diesen Knopf neu zu drücken. Und das muss auch eine Remote-Möglichkeit sein, indem ich dann hier raufsteige und wieder runtergehe. Der rote ist dann irgendwann da, löst sich auf und der andere fällt nach, ruft sich selber. Irgendwie sowas. Muss eigentlich schon das Ende sein. Was ist das hier für eine Ecke? Da kam ich rein. Habe ich schon wieder vergessen. So, das macht jetzt einen halben Ausgang und einen Grill weg. Aber was hilft mir das mit dem Grill? Das hilft mir, dass ich mit dem Strahl jetzt da hochkomme. Oh. Will ich das? Kann ich das? Ist das die richtige Höhe? Ist das hoch genug? Okay. Habe ich jetzt was verändert? Also ich meine, ich bin runter, um den Würfel reinzusetzen und jetzt konnte ich wieder zurück. Aber jetzt verliere ich doch eigentlich wieder. Ach so, jetzt könnte ich wieder rum. Und also könnte ich hier wieder runter mit dem Strahl da rum, aber dann bin ich halt nur da drin. Was will ich dann? Anders kann ich den.
mal nicht halten. Was will ich denn jetzt eigentlich gerade? Also ich denke, ich würde den Würfel da rausbekommen wollen. Und dafür muss ich den anderen da runternehmen. Aber wie bekomme ich den jemals da rein? Ich kann den wieder hier reinbringen. Das bringt gar nichts. Da mache ich ja auch noch auf mit dem Knopf. Habe ich das überhaupt schon jemals so probiert? Das hilft mir dafür nichts. Das ist ja blöd. Ich kann den nicht anders neu rufen, ne? Es geht nur mit dem Knopf. Okay. Wenn ich jetzt da einen Strahl schieße, bringt es mir auch nichts. Na, irgendwas muss ja mal passieren. Also jetzt, wie gesagt, hier hochspringen ist keine Lösung. Habe ich jetzt die Musik gelöscht gerade? So. Was macht da auf? Tja. Ich gehe mal zurück. Was bleibt mir übrig? Warte mal, ich habe jetzt... Ach so, ich habe ja da jetzt ein Portal. Aber hilft mir das was? Oder hätte ich da woanders eins setzen können? Der fällt hier und liegt da nicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich da reingehe, aber dann ist der Grill hier noch lange nicht offen. Was ist, wenn ich jetzt da reingehe? Habe ich gar nichts gewonnen, ne? Da war doch nichts, da war... Da wäre halt wieder Boden, aber was will ich mit dem Boden? Da wieder rausschießen mit Schwung? Das ist dann, wäre dann wieder hier der Fall, aber... Ach so! Nee, ist eigentlich auch Quatsch. Ach, keine Ahnung, irgendwas muss ja mal passieren. Ich gehe jetzt darüber. Indem ich mich rüberstrahle. Vielleicht spielt auch diese Verbindung irgendwann mal eine Rolle. So, jetzt bringt es nicht viel. Ich kann eigentlich auch aussteigen. Wenn ich will, kann ich auch wieder rein. So, wenn ich den... Oh, den kann ich dann ja gar nicht reinschicken. Der geht ja dann da kaputt. Soll ich ihn jetzt neu rufen? Oh ja, klar, das würde ja funktionieren. Wenn ich ihn jetzt neu rufe, da rausgehe, ihn hinlege, wieder zurückgehe hier rein, könnte ich da durch. Und könnte wieder da rein. Aber wie kriege ich den jemals da raus? Dann ist er wieder in dem Raum drin, das ist ungünstig. Naja, ich mache erstmal was. Ich habe noch nicht so den Überblick, ehrlich gesagt. Könnt ihn jetzt auch mitnehmen und irgendwo hin tun. Aber sobald ich den Strahl wieder benutzen will, ist er eh weg. Also. Ich würde sagen, ich rufe ihn neu und gehe mit Orange da. Oder umgekehrt, ich gehe. Ich komme ja hier wieder raus, genau. Ich gehe jetzt so rein und mache ihn. Mach ihn im Grill kaputt. Er kommt nicht mal neu. Ach. Ach toll, das hätte ich ja nur wissen müssen, ne? Jetzt bin ich hier unten. Und komme da nicht mal hoch. Na super. Jetzt habe ich natürlich die Verbindung da rein nicht mehr. Mist. Kann ich nochmal neu machen. Ach, ich hatte den doch schon auf dem Knopf. Ich bin ja da lang. Wie schaffe ich denn das jetzt? Hilfe. Jetzt habe ich... Jetzt muss ich den auf jeden Fall erstmal neu rufen, damit ich den wieder auf den Knopf legen kann. Ach, was für ein Scheiß. Ja, schade. Bisschen...
geht's jetzt wieder rückwärts. Warte mal. Wie bin ich jetzt? Ich bin völlig irritiert. Wie bin ich da mal durchgekommen? Achso, genau, jetzt kommt die Sache. Jetzt wird Schwung geholt. Jetzt haben wir die Verbindung wieder. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt wollte ich eigentlich eine Verbindung dahin haben, oder? Warum auch immer. Bringt es mir ja auch nicht, dass ich den Würfel holen kann. Ich brauche die Verbindung da rein. Aber ich muss den Würfel dahin bekommen. Verdammt. Wo wollen wir hin? Irgendwann mal, das habe ich nämlich am Anfang auch schon gesehen, irgendwann mal den Würfel da wegzufegen, bringt nichts. Also mit dem Strahl. Weil dann geht halt ein Grill zu und der Ausgang hat eine Bedingung weniger. Das hilft mir eigentlich nichts. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe jetzt die Wahl, wo ich rauskomme, aber ich bringe den Würfel nicht mit. Was hilft mir das? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt am besten mache. Also ich kann mit Schwung irgendwie raus. Aber was hilft mir das? Ach so, dann könnte der Grill wieder zu sein und ich könnte trotzdem wieder hier hoch, aber was hilft's? Wenn man mit viel Schwung da rausspringt, landet man auch nicht da oben, ist klar. Man schwingt auch nicht da wieder hoch und trifft hier irgendwas. Also wenn ich die Situation nochmal herstelle, die ich vorher hatte, ich hatte so den Strahl praktisch. Also ich meine, der Würfel lag da, ne? Ich hätte ihn jetzt neu gerufen, wäre mit dem Portal da runtergegangen und hätte ihn da hingelegt tatsächlich, so wie es jetzt auch gerade gegeben ist. Also eigentlich nichts gewonnen, nichts verloren. Und ich kann jetzt ja hier auch rumprobieren. Also nochmal, will ich den hier raus haben? Ich denke doch schon. Es kann nur stattfinden, indem der andere reinkommt. Wie kommt er rein? Indem er hier... Kann ich von da... Okay, das könnte interessant werden, indem ich ihn hier mit dem Strahl hochdrücke und dann da rausplumpsen lasse. Vielleicht klappt das. Aber auch dafür muss man jetzt die Portale herstellen. So, warte mal, nochmal den hier. Und ihn wahrscheinlich neu rufen und alles. Beziehungsweise, wenn der dann neu gerufen wird, habe ich ja gar nicht die Verbindung. Ich muss da selber stehen. Die beiden Portale muss ich haben. Auch sehr interessant. Also ich würde mal da rauskommen. Wie geht denn das? Ah, okay. Ich hab was. Das hat jetzt gar nichts mit dem Rufen des roten Würfels zu tun, aber das war natürlich auch schon wichtig. Und zwar... Jetzt gehe ich wieder hier hin. Jetzt rufe ich ihn natürlich wieder einmal neu, bis ich ihn hier habe. So wie ich es am Anfang auch hatte. Ist aber knapp. Ach nee, dann ist ja da nicht offen. Okay, das ist noch gar nicht so die Lösung irgendwie. Das muss ich mir mal angucken. Aber es ist eigentlich auch eine Lösung, weil oben ist kein Grill, würde ich sagen. Das ist jetzt noch gar nicht so die Schwierigkeit. Ich muss das nur erstmal sehen, also... Da
schicke ich ihn rüber. Ich könnte ihn sogar ganz hoch schicken. Aber da komme ich dann wieder nicht hin. Sei denn, ich hole den den roten rein. Und das kann ich ja erst, wenn er da unten ist. Also ich mache es ein bisschen tiefer. So, damit der nicht aus Versehen da bis sonst wohin kommt. Achso. Ja, ist klar. Mann, das geht ja auch wieder nicht. Wie schicke ich ihn denn jetzt rein? Ich komme ja gar nicht mehr zurück. Ach, ist das ein Elend. Scheiße. Das ist ja das Problem schlechthin. Mist. Warte. Ach so. Jetzt kann ich mich wieder selber durchschicken. Das wäre vielleicht noch... Also es hilft jetzt der Situation nicht, aber so komme ich zumindest zurück und kann mir was überlegen. So. Also das ist wieder der Weg rum, den hatte ich ja schon mal. Ja, das ist ja blöd. Jetzt komme ich ja da gar nicht mehr so durch, ist ja vollkommen klar. Ich meine, wo kann ich den denn sonst hinschicken? Ich kann ihn jetzt Schwung holen lassen, aber kann ihn da nicht rauskommen lassen. Ist doch scheiße. Und ich muss dann die ganze Zeit selber da drauf stehen. Das hilft mir auch sehr wenig. Okay, das ist jetzt schon fies. Kann ich es irgendwie anders gemacht haben? Ich komme halt hier nicht mehr hoch. Ich denke nicht, dass ich, wenn ich im Strahl hier drin bin, dass ich da irgendwas oben treffen kann. Nee, überhaupt nicht. Super, ich komme da wieder raus. Hätte ich es irgendwie anders machen müssen, als ich da rauskam. Ach Mann, ey. So, warte mal, wie hatte ich es denn gemacht? Und schon geht man dreimal im Kreis rum. Die gleiche Leier immer wieder. Quatsch, erstmal hatte ich so gemacht. Ach so, jetzt kann ich das Portal nicht mehr ändern. War hier runter und war wieder zurück und hatte dieses Portal. Aber das hilft doch jetzt nichts. Jetzt ist doch... Ach so, warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Meine Güte, ich fange den erstmal hier ab. Die einfachen Sachen wieder, ne? Die einfachen Sachen. So kommt da rein. Natürlich kommt er jetzt nicht auf den Knopf. Sondern, wie bringe ich ihn jetzt rein? Jetzt ist das nächste Problem angesagt. Jetzt muss ich ihn dahin bringen. Okay, und zwar, wenn ich ihn hier reinbringe, kriege ich ihn hier nicht mehr raus. Ich werde jetzt kaum rückwärts springen und da unten unter mir... kann ich gar nicht, da war noch ein Grill dazwischen. Okay, wie lasse ich ihn da reinfallen in diesen... Das ist ja ein Elend. Oder soll ich nur die Verbindung wieder haben? Das bringt ja dann auch nichts. Der kann jetzt hier rauf und aufmachen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit... Dass das erstmal passieren soll. Dann würde ich da rauskommen. Da ja wohl nicht. Da rauskommen und müsste mir aber wieder dafür was... Da kann ich gleich mit runter. Müsste mir für den wieder was einfallen lassen. Wobei, dann ist ja offen und ich kann den rüberbringen. Ich denke, das soll jetzt erstmal passieren. Also der geht hier ruf. Da ist offen. Ich habe noch den Strahl. Ich gehe jetzt rum zum normalen Würfel. Also zu dem, wie nennen wir den denn? Grau, ne? Sagen wir grau und rot. Weil der ist ja eigentlich gelb und blau im Innern. Aber ich nenne ihn grau. So, den kann ich jetzt nicht reinbringen. Shit, jetzt müsste ich dann wieder hoch und den anderen neu rufen oder was? Oh je, Mini. Sie kommen beide übrigens nicht automatisch neu. Das Problem ist, ich komme da nicht mehr hoch. Da, wenn ich jetzt den Strahl nicht mehr habe. Ach nee, ey.
Ach so, warte. Jetzt kommt die Sache mit dem Hochschicken, ne? Aber da muss ich hier stehen und muss ganz schnell umschießen. Ist das schön? Ach, das geht ja nicht. Der Grill ist ja... Das ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja noch viel schlimmer. Soll ich ihn erstmal nur dahin bringen? Und dann ist aber die Frage, wie kriege ich den anderen wieder darauf? Natürlich mit Neurufen und das geht nur da oben. Wenn ich ihn kaputt mache, habe ich nichts davon. Oh Mann. Und da hoch komme ich wieder nur mit einem Strahl, oder? Ja, da gibt es definitiv keine andere Möglichkeit. Also was man jetzt natürlich machen kann, ist... Ach so, warte mal. Nee, das geht ja auch nicht. Jetzt ist ja der Grill war ja ganz oben, war der ja offen. Ich glaube, ich habe jetzt... Habe ich jetzt was zu verlieren? Ja, wenn ich hier runtergehe, komme ich hier nicht mehr zurück. Das ist richtig scheiße. Wie hab ich das Problem eigentlich gelöst? Wenn der jetzt hier liegt und ich hier nicht mehr hinkomme mit Portalen, weil der Strahl da ist. Ich konnte doch das dann nicht noch... Aber was ist, wenn ich durch den Grill gehe? Und keine... Achso, doch, ich kann immer hoch und rum. Ja, okay. Okay, da passiert, glaube ich, nicht so viel. Tja, was haben wir jetzt davon? Ich meine, ich kann ja mal gucken, ne? Genau, also was ich nicht machen soll, ist da oben irgendwie rübergehen. Deswegen haben wir hier einen Abstand und ich kann auch nicht rüberschwingen oder so. Aber, und das sehe ich jetzt, ich kann den Würfel hier zwischenpacken, um zu unterbrechen. Dann rufe ich den anderen neu. Na, das ist ja super interessant. Okay, jetzt muss ich natürlich wieder einmal rum, das wissen wir ja. Aber das ist nicht so schlimm. Wie die Musik immer ganz schüchtern ist, ne? Nachdem ich durch den Strahl gegangen bin. Dass sie dann erstmal still und stumm ist. Aber dann mach ich wollte hier lang. So. Hat man das Gefühl, die fängt wieder von neuem an. Boing. So, einmal rum. Da muss ich natürlich den richtigen Boden treffen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich... Hab nicht drauf geachtet, aber ich glaube, da ist keine Markierung. Das wäre ja ganz schön gewesen. Wahrscheinlich der mittlere da. Oh Mann. Ich hätte es mir wenigstens gerade angucken können, ne? Also da war ja so ein Dach oben. Über dem, Grill. Und so ein Dach braucht ja, sage ich mal, drei Panels. Also, dann ist die Spitze da und dann muss ich das noch ungefähr mittig treffen. Hoffentlich passt das. Kann man echt schwer sagen. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ehrlich gesagt, das hätte ich mir abspeichern können, um es hinterher zu korrigieren. Ich speichere mal. Kann man es da schon... Ah, man kann es sogar sehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Der ging dran vorbei. Man hat nur eine Chance, ne? Man kann nichts korrigieren. Okay, was war falsch? Ich guck's mir nochmal an, was hilft's? Es war nicht so falsch, mein Augenwinkel war falsch, also... Es müsste hier so sein. Okay. Also aus der Entfernung... Oh, das ist aber schwer zu sehen, weil man auf dem Boden... Also auch da würde ich mir wieder irgendwie Lichtstreifen oder sowas wünschen. Naja. Muss ich leider immer den umständlichen Weg rumgehen, wenn ich das richtig sehe. Naja, komm ja anders nicht zurück. Achso. Muss ja nur oben über den rüber. Muss ja gar nicht irgendwie... auf die Plattform über mir oder so. So. Ja. Ich muss es von hier treffen. Andere Möglichkeit sehe ich nicht. Weil ich, wie gesagt, danach hier ja wieder rauf muss auf den Knopf. So, also es ist... Ich sag mal... Ich mach's so... Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Aber ich glaube, die
Ob vorne oder hinten ist egal. Also ich würde es tatsächlich da machen. Das sieht doch jetzt gut aus. Mal auch mal so angucken. Ach so. Das ist ja überhaupt ganz gut. Ich kann mir das mal so angucken. Ja, das sieht gut aus. Ich darf bloß nicht aus Versehen raus. Okay, das sieht jetzt gut aus, behaupte ich. Heißt, der unterbricht. Und was ich danach mache, kann ich mir noch überlegen. Jetzt sehe ich den Laser natürlich nicht. Das Blöde ist... Ah, der ist jetzt schon aufgelöst? Shit. Oh nein. Ah, ich hab's befürchtet. Jetzt kommt dieser Würfel zu mir zurück. Wobei, macht ja nichts. Ich fange den ab und gehe mit dem Portal rein. Ja. Huh. Nochmal neu gerufen gerade. Zweimal neu gerufen. Aber der müsste... Genau, der liegt da trotzdem. So, das war ganz schön gemein, dass man das Portal nicht wegmachen konnte. Aber gut, das führt dazu, dass ich es jetzt hier habe. Und gleich sind sie sowieso weg, weil ich jetzt erstmal rein muss und wieder aufmache. So, also auf jeden Fall lacht mich diese Möglichkeit an und ich denke, das gehört dazu, dass man die so macht. Warum auch immer. Aber dass zumindest der jetzt hier drin ist. Und den kann ich, glaube ich, nicht sehr viel besser retten. Das Problem ist, wenn ich mir jetzt nochmal... Ach du Scheiße. Wenn ich mir jetzt nochmal den Strahl mache, ist auch schon wieder vorbei. Womit kann ich denn jetzt überhaupt wieder anfangen? Ach du Scheiße. Da komme ich ja nicht mehr hoch. Ich meine, ich will den auch nicht mal rufen, aber ich will den mal irgendwie reinbringen. Mache ich denn jetzt? Oder ging es nur darum, ihn jetzt hier hinzubekommen, dass man wieder einen Schritt weiterkommt mit ihm, dass er nicht mehr in dem Raum drin ist? Ich denke schon, ne? Das heißt, den rufe ich jetzt eh wieder neu. Ich glaube, man macht seinen Weg, bis man den roten da drauf hat. Dass man dauerhaft den Strahl hat und dann schön damit arbeiten kann. Also, was würde ich tun? Ich würde reingehen, würde alles neu aufrollen mit dem. Eigentlich nur so weit... dass der hier aufmacht und das ist ja am allerschnellsten erledigt. Ja, okay. Mache ich jetzt einfach mal. Ich denke, da ist jetzt irgendwie nicht so viel gewollt. Ich habe noch nicht erkannt, was es mit einer Yugo-Map zu tun hat, aber vielleicht finde ich das noch raus. So, jetzt kommt da rein. Ehrlich gesagt schon gleich da hoch. Aber... das ist gar keine Ausgangsbedingung. Das kommt ja auch noch dazu. Ist das jetzt gut oder nicht? Also wenn ich jetzt da raufgehe, wird er wieder gerufen. Aber der wurde ja sowieso da gerade gerufen. Also ich könnte nochmal rumgehen, ihn neu rufen, ihn wieder... Was wollte ich? Einer muss da unten sein und einer da oben. Oh... Also, wenn ich jetzt die Idee hätte, den tatsächlich nach oben zu bringen... ich weiß nicht, ich mach's einfach mal. Jetzt habe ich natürlich noch nicht die entsprechenden Portale gehabt. Oh. Deswegen gucke ich mir das jetzt mal an. Ach so, so komme ich ja wieder hoch sogar. Also hier hoch. Klar, ich komme ja von zwei Seiten hoch. Das kann man sich jetzt überlegen. So, ich trete da natürlich noch nicht rauf, um Gottes Willen. Dann ist der Strahl wieder weg. Aber vielleicht muss ich ja den anderen jetzt nur hier hochschaffen. Und sobald ich den darauf lege, fällt halt der rote wieder. Und dann brauche ich nur selber runterlatschen. Und wer am Ausgang? Also mal gucken. So, was kann ich jetzt tun? Jetzt wollte ich eigentlich was anderes machen. Jetzt wollte ich... Ah, der liegt schon wieder hier. Leg ihn mal dahin, falls ich was machen will. Aber da lag er ja eigentlich gerade auch. Also im Grunde will ich ihn erstmal wieder haben. Ach so, nee. Oder? Naja, doch. Das Blöde ist, wie kriege ich den jetzt hier raus, ne? Wenn ich... Obwohl, mit dem Strahl kriege ich den jetzt da raus. Ich kann jetzt... Also jetzt würde ich ihn natürlich erstmal holen, indem ich ihn neu rufe. Und dann... Ach, dann ist ja da nicht mehr offen. Doch, dann kann ich hoch mit ihm und aufmachen. Dann habe ich ihn aber nur wieder da.
Komme da nicht durch, weil Grill. Komme da nicht durch, weil Grill. Das ist natürlich wieder super ungünstig. Dann habe ich das Gefühl, mache ich ihn... Nee. Doch. Na klar, ich mache ihn ja kaputt, indem ich den kaputt... Oh, da muss irgendwas mit dem Strahl stattfinden. Das gucken wir uns dann mal an. Also... Na, das wird ja spannend. Das wird ja spannend. Okay, was kann man jetzt machen? Jetzt kann ich hochgehen. Nee, jetzt lege ich ihn da rauf. Nee, auch nicht. Doch, na klar. Jetzt kommt dieses Stacking-Manöver, das erste, von dem ich sprach. Ja. Ist es das dann nicht? Fühlt sich schon sehr gut an, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt... Nur ist die Frage, ob ich unter Kontrolle kriege, wo die Würfel so sind. Aber eigentlich tue ich das. Weil ich mache jetzt erstmal den... Kacke, ich kann den Strahl nicht wegmachen. Das ist ja mein nächstes Problem. Ah. Das heißt, ich muss so ihn abfangen und wieder zurück, denke ich mal. Was Besseres fällt mir jetzt hier gar nicht ein. Aber es müsste möglich sein. Also, was passiert? Ich trete hier rauf. Die Klappe geht zu. Der wird neu gerufen. Wurde er immer schon neu gerufen, wenn nicht getroffen wird? Ich glaube schon. Naja, spätestens wenn ich von dem Ding runtergehe, wird er neu gerufen. Der andere kippt nach. Ach, das stimmt, der Strahl ist ja weg in jedem Fall. Und zwar, im ersten Fall ist der Strahl gleich mal weg, weil der erste Würfel kaputt geht. Dann schwebt der zweite, aber in dem Moment, wo der zweite fällt und sich hier selber neu ruft, ist der Strahl maximal ganz kurz da und auch gleich wieder weg. Also, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie das hier war. Also, ich muss auf jeden Fall den hier abfangen und den anderen habe ich ja dann. Okay, er wird erst wieder jetzt neu gerufen. Ah! Oh, shit! Ah! Warte. Habe ich gespeichert? Ich hatte gespeichert, oder? Hatte ich gespeichert? Dadurch, dass der Strahl mich kurz angehoben hat und es... Scheiße, ich war hier beim Hat der... Sollte der Strahl... Nee, oder? Der Strahl sollte doch nicht verhindern, dass ich da stehen kann. Ich kann ihn ja auch anders machen. Und das werde ich jetzt auch tun. Haben wir jetzt ein Problem? Jetzt habe ich die Situation mit dem... Ja, toll, ey. Na gut, müssen wir leider nochmal nacharbeiten. Sorry. Das war nicht richtig. Boah. Wenn man so nah wie möglich da rangeht, dann ist das, glaube ich, besser. Ach, das war ja ärgerlich, dass ich nicht nochmal einen Checkpoint gemacht habe. Also erstmal mache ich den, der müsste passen. Wenn man weiß, was man tut, wird es eh schnell gehen. Ach, jetzt weiß ich, warum der den neu gerufen hat, weil der durch den Laser durch ist und danach wieder freigegeben hat. Und jetzt ruft er ihn nochmal, weil er genau das Gegenteil gemacht hat. Jetzt ist er von oben wieder runter. Also unweigerlich ruft man den zweimal. Aber das ist nicht so schlimm. Tja, schade. Eigentlich war ich doch hier schon raus, würde ich sagen. Ich will jetzt aber noch nicht den Tag vor dem Abend loben und hier vorzeitig zu einem Fazit kommen oder irgendwelche Gedanken über diese Kammer verlieren. Dafür haben wir dann immer noch genug Zeit. So, der kommt hier hin. Dann wird der andere neu gerufen. So war das. Und kommt einfach wieder auf den Knopf zum Grill aufmachen. Dann holen wir den rein. Haben einen dauerhaften Strahl. Dann geht's einmal oben rüber. Achso, der wurde neu gerufen, mein Gott. So rum wollte ich's machen. Kriegt man immer einen Schreck, wenn ein Item kaputt geht, ne? Also so geht's mir. So, beim nächsten Mal werde ich's so machen, dass der Strahl mich nicht stört. Und dann ist auch eindeutig bewiesen,
vielleicht sogar noch ein bisschen weiter drüben, dann ist auch eindeutig bewiesen, dass das Gel dagegen nicht ist. Ansonsten hätte ich es einfach so gemacht, dass ich hier hingehe und geduckt bleibe und wenn ich dann aus dem Strahl rausfalle, wäre ich auch nicht gesprungen. Das ist jetzt echt dumm gelaufen gerade. Aber was willst du machen? Wollte ich überhaupt hoch? Nee. Ich wollte nur die Verbindung wiederherstellen und da muss er auch nicht rauf, glaube ich. Deswegen lassen wir das jetzt. Ich nehme mir eh den nächsten. So. Aussteigen war angesagt. Neu rufen. Und direkt stapeln. Dann ist es das auch schon wieder. So, der rote unten, der fällt zuerst, beziehungsweise der geht zuerst kaputt. Dann wieder hier rum. Und jetzt machen wir das Ganze etwas vorsichtiger. Kann man sich ja auch vorher angucken, ne? Also wenn ich mir jetzt hier mal so den Strahl setze, dann kann ich schon mal schauen, wo der ankäme. Ich glaube, so ist perfekt. Da kann ich, bin ich nah genug dran und der stört mich nicht. Und wenn ich hier, upsa, wenn ich hier stehe, dann, ja, nimmt er mich auch nicht weg. Also holt er mich nicht ab und ja. Trotzdem kommt jetzt der entscheidende Moment, den ich abspeichern werde. Also Stacking müsste stimmen. Und here we go. Einmal weg. Ruft sich selbst. Zack. Dann würde ich sagen, was kommt jetzt? Jetzt kommt... Der rote liegt da schon neu. Und wenn ich jetzt die Klappe zumache, für diese Ausgangsbedingung, passiert noch nichts, weil der Laser noch nicht wieder trifft. So. Ich gehe runter, mach den da rein, gehe hier raus. Boah. Oh, ich dachte, es kommt noch was. Ih! Vergiss es, das mache ich nicht. Mach hier keinen Quatsch. Daumen kriegt sie schon, aber ich muss sagen, die war nicht so schwer. Also, hat zwar eine Weile gedauert, jetzt bin ich schon wieder über 40 Minuten, musste zwar auch einmal was wiederholen, aber ich fühlte mich nicht wie vor einer Wand in dieser Kammer und die hat halt auch ihre 7 von 10 bekommen und weiß ich nicht, nachdem ich in seinem Workshop so die 5er Schwierigkeit überschritten hatte, dachte ich langsam, na, das kann ja heiter werden und diese eine Fleetingness, nämlich die Nummer 2, die mir schon recht schwer gefallen war mit dem Football und dem On-Off-Konzept, wo ich ja, glaube ich, auch schon 1,5 Stunden oder wie lange oder 2 oder noch mehr, wie viel war das, gebraucht hatte. Die war auch eine 7 oder drunter, die war drunter. So, und dann hast du hier eine 7, die auch, glaube ich, die ist zu einer ähnlichen Zeit entstanden. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine 7 ist vom Anfang seines Workshops, wo er noch nicht so wusste, wie er das einteilen kann. Ne? Also, aber man liest es auch immer mehr in den Kommentaren, gerade in seinem Workshop, dass das alles sehr subjektiv ist. Und es ist ja immer so. Ne? Also ich breche mir an anderen Kammern einen ab, wo ich dann immer Kommentare lesen muss, ja, war easy und mach mal wieder eine schwere Kammer, so nach dem Motto. Und wo ich denke, ja, mir hat's gereicht, ne? Ich habe schon wieder eine Stunde gebraucht oder was. Und die hier war sehr stringent, muss ich sagen. Also die war nachvollziehbar und ich wusste, was ich mache. Natürlich musste ich ein bisschen suchen, aber ich habe jetzt nicht irgendwo 8 Minuten gestanden und gar keine Idee gehabt. Deswegen, ja, also zum super, mega Meisterwerksfavoriten wird das jetzt hier nicht, aber den Daumen hat es schon verdient. Ich hatte andere Erwartungen, sagen wir mal so. Durch die 7 hatte ich andere Erwartungen. Aber das kommt auch wieder anders. Ich bin jetzt in den höheren Sphären. Die nächste, die in seinem Workshop kommt, wird, die ich mir rausgesucht habe, wird auch wieder mindestens eine 7, wenn nicht gar dann die 8 kommt. Also keine Sorgen oder keine Sorge, wird schon noch schlimm genug. Wir sehen uns dann dort wieder. Bis dahin. Tschüss.